haben, weil ich gestern etwas zu spät ins Bett bin. Das ist irgendwie gerade eine richtig blöde Angelegenheit von mir, die ich gerne verbessern will. Jetzt bin ich müde. Aber es wird gleich besser. First things first, Zähne putzen und hoffentlich werde ich dabei wach. Zum Reinigen benutze ich morgens und abends den Formiskin Cleanser, das Reinigungsgel. Das mag ich richtig gerne, das benutze ich jetzt schon seit einem Jahr oder so. Ich finde, das ist halt ein gutes Basic extra Gesichtshandtuch fürs Gesicht, dass man das nicht auch für die Hände benutzt. Und dann nehme ich einen Pumpstoß von diesem Niacinamide Booster von Colibri Skincare. Das ist von X-Skincare, falls ihr den kennt, der ist auf Instagram, macht er so viel Skincare-Content. Und das ist sein Product. Nehme ich einen Pumpstoß und verteile das im ganzen Gesicht. Und nachdem das kurz getrocknet ist, benutze ich diese Tagescreme. Die ist auch eine Niacinamide Glow Cream und die hat auch X-Skincare empfohlen. Mir hat Formiskin schon echt gut geholfen und meine Haut ist davon viel besser geworden. Haben ja auch in den Vorher-Nachher-Bildern immer gesehen, aber sie sind trotzdem immer noch nicht ideal. Deswegen habe ich auch einen Hautarzttermin im Dezember. Und da benutze ich auch jeden Tag Sonnencreme, die von Formiskin. Die mag ich auch richtig gerne. Outfit of the Morning. So oft nach dieser Hose gefragt. Die habe ich in der Länge und auch noch in kurz. Und die ist von Green Java, so eine Pyjama-Hose. Und das T-Shirt habe ich gethriftet in Norwegen. Morgens jetzt irgendwie immer schon richtig Hunger. Das war ich, hatte ich früher ja sonst nicht so, dass ich morgens nach dem Aufstehen direkt Hunger hatte. Aber momentan irgendwie schon. Und deswegen gibt es jetzt diesen Brei schon mal als erstes Frühstück. Das ist so ein Getreidebrei mit Chiasamen, Honig und Hafermilch. Und dann dazu noch ein Pfirsich, Blattpfirsich. Und dann bin ich erstmal ein bisschen gestärkt und kann mich gleich an meine Bachelorarbeit setzen. Time for coffee. Es ist 9:30 und ich mache mir jetzt einen Kaffee. Eigentlich würde ich meinen Kaffee jetzt gerne da sitzend in der Sonne trinken. Und das mache ich auch sehr gerne. Vor allem, wenn so schön die Sonne scheint, dann mache ich immer das Fenster auf und sitze da. Aber ich habe jetzt noch einiges zu tun und ich bin nachher mit Lilly verabredet zum Coworken. Und bis dahin muss ich noch ein paar Sachen erledigen vorher, die nichts mit der Bachelorarbeit zu tun haben. Ich habe eben schon ein bisschen was für die BR gemacht. Und dann ist mir eingefallen, dass ich das jetzt noch machen muss, damit ich das meinem Steuerberater schicken kann. Hi. Sorry für die Lautstärke von draußen, da wird gerade irgendwie Gartenarbeit gemacht. Ich mache mich jetzt ganz fix ein kleines bisschen fertig und fahre gleich zu Lilly. Wir wollen nämlich ein bisschen coworken. Ich muss auch gleich noch meine Tasche packen fürs Gym, weil wir gehen heute Nachmittag zusammen ins Gym. Also wir coworken erst und genau, gehen dann späten Nachmittag zusammen trainieren, worauf ich mich freue. Das motiviert immer sehr. Ready. Ich habe dieses Set an, was ich aus Australien habe
und rate jetzt zu Lilly bzw. zu ihrem Freund, wo wir immer coworken, weil der eine super Wohnung hat und einen Tisch mit zwei Stühlen. Ich habe ja nur einen Stuhl, deswegen coworken wir immer dort. Dafür habe, mache ich morgens richtig gerne erstmal so ein paar, ich nenne sie Slow Morning Activities, aber eigentlich sind das fast schon so Hausarbeiten oder Chores. Ich mache mein Bett, ich räume Klamotten vom Vortag weg oder auch irgendwas auf, ich räume die Wäsche zusammen und nehme sie vom Wäscheständer oder mache auch neue Wäsche an und hänge sie auf. Irgendwie groundet mich das erstmal, was zu machen, was ziemlich ruhig ist und nicht mit viel Denken und Lautstärke oder irgendwie Arbeit verbunden ist. Und ich finde das auch sehr entspannt, wenn ich ruhig und mit ein bisschen mehr Ordnung in den Tag starte. Am Wochenende erledige ich auch gerne mal Dinge von der Couch aus, weil es sich dann ein bisschen gemütlicher anfühlt. Ich zeige jetzt euch nochmal, wie ich meine Leggings Curls mache. Ich mache es immer ganz gerne morgens rein, wenn ich einen Tag habe, wo ich mehr oder weniger nur zu Hause bin und dann abends irgendwie was vorhabe. Das ist das Beste, weil dann kann man das schön lange drin lassen über den Tag. Sieht ein bisschen lustig aus und kann dann schöne, gelockte Haare haben, weil voll viele machen das ja auch über Nacht, aber das mag ich persönlich irgendwie gar nicht. Man nehme eine Leggings, am besten eine, die so ein schönes, weiches Material hat, was ja nicht sozusagen die Haare aufraut. Theoretisch kann man auch vorher Haaröl reinmachen, damit es noch irgendwie besser smoother ist. Mache ich jetzt mal nicht. Und dann nehmt ihr eine Anfangssträhne von vorne und wickelt die einmal um die Leggings drumherum und nehmt dann hier wieder was dazu. Von den vorderen Haaren wickelt da was drumherum. Und dann mache ich das meistens noch ein drittes Mal. Auch wieder nur von vorne Haare dazu nehmen. Hier von so dem, was über dem Ohr ist. Und wickel das da rum. Und dann fange ich an. Ich habe meine Haare hinten schon geteilt, sozusagen, dass Haare rechts und links liegen. Und jetzt nehme ich von meinem Hinterkopf hier, von diesem Scheitelpunkt bis rüber, eine oberste Partie. Und wickel das jetzt von hinten nach vorne drum um. Da muss man immer ein bisschen koordinieren mit der vorderen und der hinteren Hand. Aber jetzt habe ich das hier einmal drumherum. Und jetzt nehme ich wieder von hier nach vorne, ziehe ich mir das so mit dem Daumennagel und löse die ab. Und dann kommt diese neue Partie auch wieder von hinten nach vorne. Drumherum. Und ich glaube, noch einmal mache ich es jetzt nicht, weil hier. Jetzt fange ich wieder, jetzt nehme ich wieder die Strähne, wo ich es von vorne nach hinten wickle. Nehme da was dazu. Und wickle es einmal drumherum. Und dann die von hinten nach vorne. Wickel. Nehme ich auch wieder was dazu und wickel es auch wieder von hinten nach vorne. Also immer abwechselnd nehme ich was dazu, zu der jeweiligen Strähne. Ein letztes Mal. Und dann, die Enden sind immer ein bisschen schwierig, weil meine noch so kurz sind. Aber da wickele ich auch sozusagen im Kreuz die drumherum. Also das, die eine Strähne von vorne nach hinten und die andere von hinten nach vorne. Und das ist ein bisschen kompliziert, bis es einigermaßen zu Ende ist. Und dann gehe ich mit meiner Hand durch die Leggings und ziehe das so über meinen Stimmel, der hier gewickelt ist. Und dann nehme ich ein Scrunchie und mache das fest. Tada! Noch einmal im Schneidurchlauf auf der anderen Seite. Ich lege dann dieses Leggings-Teil immer auf die jeweilige andere Seite,
damit es so ein bisschen out of the way ist. Und dann nehme ich wieder eine vordere Strähne. Und am besten ist es, wenn man das so nah wie möglich an der Kopfhaut macht, also dass die Leggings nicht so weit weg ist. Ja, das ist ein bisschen schwieriger, aber kann man zumindest versuchen. Was ich übrigens heute früh vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ich meine Haare ganz leicht feucht gemacht habe, weil die ja nicht, also die hatte ich ja gestern Abend schon gewaschen. Und das heißt, ich habe einfach meine Bürste ein bisschen nass gemacht und bin nur so ganz vorsichtig durchgefahren, weil eigentlich dürfen die nicht wirklich nass oder feucht sein, sondern nur so, dass sie noch so ein ganz bisschen Moisture innehalten. Zumindest ist das meine beste Erfahrung. Und ich habe das Gefühl, die sind gut geworden. Macht jetzt ganz vorsichtig auf. Das Problem ist, ich will jetzt einkaufen gehen und draußen ist es halt hohe Feuchtigkeit, weil es gerade geregnet hat. Von daher habe ich das Gefühl, die werden halt eh nicht lange halten. Naja, aber I try my best. Ich hatte auch tatsächlich überlegt, kurz mit dieser Frisur einkaufen zu gehen und einfach darauf zu scheißen, was andere Leute von mir denken. Aber ich wollte euch jetzt auch das Ergebnis zeigen. Von daher... That's what they look like. Ich lasse die dann meistens ganz kurz noch so und shake die dann erst aus, aber das Licht ist irgendwie so blöd. So. I think they look gorgeous. Tada! Jetzt wisst ihr, wie man so coole Locken macht. Mit einer Leggings ohne Hitze. Außerdem wollte ich euch gerne zeigen, wie ich mir diese Festivalnägel gemacht habe. Ich hatte als allererstes eine Schicht von so, nicht Klarlack, aber so ganz milchigen Nagellack drauf, einfach als Base. Und dann habe ich diese Lidschatten in Lila und Türkis, die sind von DM, von Trended Up, von deren Eigenmarke. Und die sind halt so glitzerig und schimmerig. Und die habe ich mit einem Lidschattenpinsel immer so auf die Hälfte meines Nagels, die eine Farbe, und die Hälfte des Nagels mit einem anderen Pinsel die andere Farbe so aufgetupft. Bin da auch mehrmals in die Farbe rein und immer wieder drüber, damit das so richtig deckend ist. Man berührt dabei ein bisschen den Finger, ist aber nicht schlimm, das kann man ja später ganz einfach abwaschen. Und so bin ich halt fortgefahren, dass das überall gut verteilt war und alles schön geschimmert hat. Und habe dann eine Schicht darüber Klarlack drüber gegeben und gut trocknen lassen. Und dann meine Hände gewaschen, damit das drumherum an den Fingern abgeht. Und so hatte ich diese schönen Nägel. Ich habe gerade meine Hände gewaschen, nachdem ich sie gut trocknen lassen habe. Und ich bin echt erstaunt, wie gut das geklappt hat. Ich finde, die sind so cool geworden, die Nägel. Und vor allem kann man das halt ja super unterschiedlich machen, je nachdem, was für Lidschatten. Oh, hier ist noch ein bisschen Türkis unter meinem Nagel. Was für Lidschatten oder Blush man benutzt. Ich will das auch richtig gerne mal mit Blush probieren. Aber... ich lieb's. Und die sind halt auch so perlmuttig geworden, weil der Lidschatten perlmuttig ist. Aber muss man ja auch nicht benutzen. Man kann ja auch eher so einen matten Blush verwenden. Oder vielleicht auch so glitzerigen Lidschatten, der irgendwie so golden ist. Stelle ich mir auch, oder Silber, stelle ich mir auch richtig cool vor. Und vielleicht kaufe ich auch mal so einen, der so ein bisschen ist wie dieses OPI glänzendes, wie diese Hailey Bieber Nägel sind. Und dann kann man das auch ganz einfach nachmachen, ohne dass man dieses besondere Puder braucht. Richtig cool. I love it. Ich will nachher meine Haare waschen und werde jetzt vorher einölen und das noch ein bisschen einwirken lassen. Ich habe hier so eine Ölmischung von Forest and Shore und die ist mit Olivenöl, Sesamkokos, Annika, Rosmarin und Lavendelöl. 100% organic. Und das probiere ich jetzt gerade neu aus. Ich hatte vorher so eine Mischung aus Arganöl und Rosmarinöl, was halt richtig gut für die Kopfhaut sein soll. Und es ist ja hier auch alles drin. Und das mache ich so. In dem Fall habe ich jetzt hier eine Pipette, was richtig praktisch ist. Sonst habe ich das mal einfach in meine Hände gegeben. Und dann mit den Händen reinmassiert, aber jetzt habe ich eine Pipette.
Und jetzt kann ich das so durch meine Haare fahren, also so in meiner Kopfhaut entlang. Und dann so ganz vorsichtig das überall verteilen. Und nachdem ich das überall so ein bisschen eingegeben habe, massiere ich das so ein bisschen mit meinen Fingerspitzen ein für ein paar Minuten. Dann verteile ich auch noch was in meine Hände und gehe damit entlang meiner Längen und Spitzen. Ja, wenn ich das zu Hause mache, bei meinen Eltern, dann nennt mein Papa mich Fettkopf. Und dann mache ich die mit einer Haarklammer hoch. Und wir sehen uns später. Ich mache meinen üblichen Morgen und wir sehen uns später zum Haarewaschen. An Morgenden wie diesen bin ich immer extrem froh, dass ich von zu Hause arbeite und nicht aus dem Haus muss. Ich werde jetzt meine Haare waschen und zeige euch mal die Produkte, die ich ganz gerne verwende. Das gehört meinem Bruder. Aber das sind die Produkte, die ich benutze. Ich habe einmal dieses Redken Hair Cleansing Cream. Das ist so ein sehr purifying Shampoo, wie so ein Detox Shampoo. Was halt so das ganze Trockenshampoo und was man sonst und Öl, was man halt in den Haaren hat, besonders gut rausbekommt. Ganz neu habe ich auch dieses, das ist so ein Peeling, Micro Peeling für die Kopfhaut. Das soll wohl ganz gut sein, hin und wieder mal so ein Peeling zu benutzen. Aber ich habe es erst einmal benutzt, weil ich es neu habe. Deswegen kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Als normales Shampoo verwende ich dieses momentan. Ich finde das nicht krass gut. Weiß nicht, ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal kaufen, aber ist okay. Und dann habe ich diese Haarmaske. Die habe ich jetzt auch erst zweimal verwendet. Ich finde die aber sehr nourishing. Die riecht richtig gut und ja, die habe ich aber auch relativ neu, aber ja, die benutze ich ganz gerne und lasse sie dann halt auch ein paar Minuten einwirken. Und dann habe ich noch diesen Conditioner von Cantu. Der ist an sich für, hier steht es, für Curls, Coils, Waves, habe ich nicht, aber der ist halt super nourishing, der Conditioner, deswegen mag ich den ganz gerne. Und ja, das sind alle Produkte, die ich habe, aber ich benutze logischerweise nicht immer alle auf einmal. Sondern ich werde jetzt, dadurch, dass ich das Öl drin habe, das Super Purifying Shampoo benutzen, um einmal meine Haare zu waschen, dann das zweite Mal einschäumen, dann mit dem normalen Shampoo. Und dann mache ich noch ein bisschen Conditioner rein. Ich wasche meine Haare jetzt über der Badewanne, weil ich gestern Abend erst geduscht habe und heute Abend zum Yoga gehe und dann wieder dusche. Deswegen will ich heute früh nicht auch noch duschen. Ihr seht, das Öl looks greasy. Genau, und danach sehen wir uns wieder, weil das kann ich jetzt nicht filmen. Es wird nämlich ein bisschen anstrengend über der Badewanne. Ich hasse das. Ready? Ready with my hair. Ich habe es gerade jetzt schon in dieses Haartuch geschmissen, was sehr praktisch ist. Das ist aus Mikrofaserstoff und damit sehr sanft zu den Haaren. Weil ich habe Wasser im Ohr. Wenn ich meine Haare über Kopf wasche, sehen die dann immer so crazy aus, weil die halt falsch rum getrocknet sind sozusagen. Die kämme ich jetzt schön vorsichtig mit meinem Wet Brush. Der ist von Tangle Teaser. Und ich finde den sehr praktisch und der ist sehr sanft zu den Haaren, wenn man die vorsichtig von unten nach oben kämmt. All done. Und jetzt benutze ich K18. Darauf schwören irgendwie so viele Leute und ich habe das jetzt zwei, drei Mal bisher benutzt. Und finde, meine Haare fühlen sich da auch richtig gut mit an. Es ist nicht günstig, aber man braucht davon noch nicht viel. Es ist ja auch eine relativ kleine Packung. Ich mache einen Pumpstoß für jede Haarhälfte. Pump mir das in die Hände. Und dann soll man das so reiben, bis es weiß wird. Und dann in den feuchten Haaren verteilen. Und dann lasse ich die selber Luft trocknen. Aber ich denke, das war's für die heutige Morgenroutine und damit auch für dieses Morgenroutinen-Video. Ich wollte euch ja mal an verschiedenen Morgen mitnehmen, weil meine Morgende nicht immer gleich aussehen und euch so einen kleinen Einblick geben. So eine richtig perfekte Routine werde ich nie haben und habe ich bisher in der neuen Wohnung halt auch noch nicht.
Aber ich mag es schon, irgendwie so ein bisschen einen Ablauf zu haben, der mir gut tut. Und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Inspiration geben, beziehungsweise vielleicht auch einfach nur einen kleinen Einblick in meinen morgendlichen Alltag. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder in einem neuen Video. Wenn ihr Lust auf eine Abendroutine habt, kommentiert das super gerne unten. Das werde ich nämlich auch gerne noch filmen. Und dann bis ganz bald, ihr Lieben. Ciao.